Naja, vielleicht ist unsere Reise so schnell zu Ende, wie sie begonnen hat. Hier tropft wahrscheinlich seit Jahrzehnten schon das Wasser raus. Unser Besitz ist Verlust. Heißt? Mega gruselig. Und ich vermute, dass das hier auch irgendeine Art Sekte ist. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Warten, bis die Autos wechseln. Habe die Ehre. Servus, grüßt euch. Herzlich willkommen zu dem endlich eigentlichen Video. Es ist, kann man sagen, eine Trilogie. Wir haben hier eine Bauruine, die wir anschauen wollten und haben vorher zwei andere Locations entdeckt. Wobei bei der ersten Location haben wir abbrechen müssen, weil da wahrscheinlich die Leute wohnen, die diese Bauruine gehören oder auf jeden Fall damit zusammenstehen. Irgendwie, keine Ahnung. Deswegen fangen wir jetzt hier ein bisschen vorsichtiger an und müssen mal leise sein. Wir sind hier gerade ewig weit einen Weg gegangen, dass wir hier hinkommen. Und wenn ihr die anderen beiden Videos anschauen wollt, verlinke ich euch hier oben im i. Ploppen jetzt quasi auf. Einmal geht es da um die Flugzeuge und einmal geht es da um dieses mysteriöse Schloss. Und jetzt haben wir diese Bauruine, die zum Schloss dazugehört. Und ich labere schon wieder viel zu lange. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, warum wir ja eigentlich zu dieser... Warum wir eigentlich zu dieser Bauruine wollten, weil hier steht eine Bauruine. Ich war vor zwei Jahren schon mal mit dem Daniel hier und wir konnten hier nicht rein, weil hier irgendwelche Jugendlichen sind. Und hier stehen noch zwei Baukräne, die stehen hier aber auch schon einige Jahre. Und ich weiß es nicht genau, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute, dass hier irgendwas nicht so ganz koscher ist. Ich weiß es noch nicht genau, aber wir werden es vielleicht rausfinden. Naja, vielleicht ist unsere Reise so schnell zu Ende, wie sie begonnen hat. Da kam nämlich gerade ein Auto und hat neben unserem Auto geparkt, weil wir ja unmittelbar hier in der Nähe parken. Und wir müssten jetzt eigentlich relativ schnell hier in die Bauruine reinrennen, weil wir sind jetzt hier auf offener Flur. Da vorne ist nämlich die Straße. Und ich weiß jetzt noch nicht genau, ob... Wenn wir da reingehen, dann sehen die uns. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach mal sagen, hier langsam vor. Und hier sind wir auf jeden Fall mal etwas geschützter. Und wir stehen nicht mehr so auf dem Präsentierteller. Jetzt müssen wir bloß erstmal die Lage... wie sagt man? Dann müssen wir erstmal die Lage checken, sagt man dir so? Keine Ahnung. Die Lage checken. Die Lage checken. Ja. Ob wir jetzt hier erwischt werden oder nicht. Auf jeden Fall, ich sitze schon hier im Hintergrund. Ich kann ja so nebenbei euch ein bisschen was von der Location zeigen. Hier steht ein Kran und der steht hier schon etliche Jahre. Und ganz dahin, das sieht man jetzt nicht, steht auch ein Kran. Und ja, es ist eine, wie gesagt, ziemlich mysteriöse Baustelle, weil hier ist was begonnen worden, was nie zu Ende geführt hat. Und ich immer noch nicht weiß, warum die neben unserem Auto geparkt haben. Muss ich hier leise über den Schotter laufen. So. Und ich hoffe, mein Englisch kommt hier auch hoch. Kannst du das sehen? Kann ich. Wenn ihr damit geholfen ist, nehme ich dir gerne die Kamera ab. Oh, der Akku leer ist. Weil ich Dödel wieder den Akku nicht geladen habe. Ja, Freunde, und wie man jetzt hier das sieht, ist das eine Bauruine, wo ganz komisch konstruiert worden ist. Ihr seht, hier sind so komische Löcher in der Decke. Da hinten ist ein Loch, hier vorne ist ein Loch. Hier in dem Raum sind auch zwei so Löcher, beziehungsweise drei Löcher. Und hier am Boden sind, keine Ahnung, wie man das nennt. Was das hier? Ich hätte erst gemeint, dass das so ein Wasserauffangbecken werden sollte, aber dann macht man es ja nicht
mit Ziegelmauern, halbscharig zu. Und ich weiß immer noch nicht, ob die bei uns im Auto sind, die immer noch bei uns im Auto sind und die Leute gefahren sind. Was auch noch ganz lustig ist hier, hier ist ein Wasseranschluss. Und da tropft, keine Ahnung, seit wie vielen Jahren das Wasser raus. Ich muss immer wieder mal ein bisschen Auge nach draußen halten. Schaut ihr? Hier tropft wahrscheinlich seit Jahrzehnten schon das Wasser raus. Deswegen sieht man auch, ist hier alles nass. Und da läuft schon ziemlich lang das Wasser raus. Und hier stehen auch so komische Baumaschinen rum. Hier. Da drehst du hier und dann geht das Ding, aber da drehst du nichts mehr. Weil, dazu kommen wir gleich, die haben nämlich hier Wörter in ihre Stützen, also Buchstaben in ihre Stützen rausgeschnitten. Und da steht zum Beispiel auf dem einen hier, unser Besitz ist Verlust. Heißt, ist das jetzt ein normaler Spruch, den man auf sein millionenteures Immobilien reinschreibt? Deswegen, Freunde, ich sage euch was, diese Kameraden, die hier leben, die hier wohnen, die das Ding gebaut haben. Weißt du, wie das ein bisschen aussieht wie ein Schiff? Ja, weil die ganzen Wände, also wenn man ja schaut, die Wände, die sind ja nicht gerade. Also so wären sie gerade und so ist jetzt meine Kamera gerade. Und die Wand ist aber schief. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera seht, dass die Dinger auf jeden Fall, ja doch, könnte man schon erkennen, dass die Dinger schief stehen. Und da oben steht auch was drin. Und das Faszinierende eigentlich an dieser Schrift ist, diese Stahlträger, die da oben sind, die Buchstaben, die sind hier rausgeschnitten worden. Weil ich habe vorhin am Eingang diese ausgeschnittenen Buchstaben gesehen und diese Presse, was wir da vorhin gerade gesehen haben, mit dem haben sie die Buchstaben wahrscheinlich rausgepresst. Also erst natürlich mit einem Schweißbrenner ausbrennt und dann mit dieser Presse nochmal durchgedrückt. Also sind diese Wörter hier vor Ort ausgestanzt worden. Aber irgendwie ist das Ding hier nie zu Ende gemacht worden. Es ist ein absolut komisches, mysteriöses Gebäude hier. Ja, könnte vielleicht sein, dass das die Sprüche sind nur in anderen Sprachen. Also mein Latein ist etwas eingerostet, mein Italienisch auch. Das ist da hinten, habe ich keine Ahnung. Ja, das kann sein. Das sind nämlich da hinten in verschiedenen Sprachen. Das ist, glaube ich, auch Russisch sein. Ja, und dahinter, ich sehe es von hier leider nicht. Also hier, da sind verschiedene Sprachen drin. Ja. Und wahrscheinlich heißt das alles das Gleiche. Unser Besitz ist Verlust. Aber Freunde, jetzt mal ehrlich. Wer schreibt denn sowas in seinem Gebäude rein? Unser Besitz ist Verlust. Ich tendiere echt, also ich bin auch noch nicht wirklich davon überzeugt, dass mir hier noch Leben wegkommt. Ja, ist ein bisschen gruselig hier, gell? Es ist mega gruselig und ich vermute, dass das hier auch irgendeine Art Sekte ist. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber der Verdacht ist ziemlich nahe. Das Video blende ich euch oben ein, wo wir nicht reingekommen sind. Ich glaube, das ist mein kürzestes Lost Place Video. Wenn dieses Video überhaupt online geht. Ich weiß es nämlich noch nicht genau. Es ist ziemlich mysteriös hier. Also ich glaube, mir ging noch nie so der Stift wie hier. Hier ist auch schon Stromanschluss gewesen, den haben sie aber wieder abgezwickt. Hier war auch das Kabel drin, wahrscheinlich haben die das Kabeldiebe geholt. Und hier dicke, fette Stahlträger oben. Und naja, Freunde, was soll das bitte für ein Haus sein? Also wohnen tut man hier nicht. Oder vielleicht auch doch, aber... Hä? Nee, ist auf, aber hier haben sie Isoliermatten liegen und das war's hier schon wieder. Okay, ab und zu mal sind die Leute da und sprühen sogar Graffiti drauf, 2020. Okay, das macht für mich keinen Sinn. Und das sollte ein Schiff sein, denke ich mal.
dass sich der hier ein Schiff nachgebaut hat. Aber warum ist es da nicht fertig geworden? Weil vorne in dem Schloss wohnen ja noch welche. Ob das jetzt die gleichen sind, die hier das gebaut haben, weiß ich nicht. Genauso wie dieser Raum hier. Naja, macht irgendwie gar keinen Sinn. Das ganze Konstrukt hier, was auch immer das hätte werden sollen. Ach, weißt du, was das hier ist? Ja. Das sieht so aus wie das Gegenstück zu den gegossenen Unterteilen vom Pfeiler. Ja, genau. Das sind die. Ich habe jetzt leider die Taschenlampe nicht mit dabei, aber das sind die Formen. Ja, das kriegt schon. Ja. Das sind die Formen von den Dingen, die sie ja hier vorne haben. Aha. Hier. Oh. Nee, nicht in dem Raum, sondern in einem Raum weiter. Ja, normalerweise würde ich mich hier durchbatzen, aber ich will hier nicht zu laut sein. Wir wollen hier nach, so unscheinbar wie wir gekommen sind, auch wieder abhauen. Deswegen, es gibt noch eine Etage nach unten. Hier liegt da so eine bekloppte Europalette am Boden. Eine Etage nach unten geht. Ich habe bloß noch nicht die Treppe gefunden. Wahrscheinlich gibt es ja gar keine Treppe. Hier ist auch so eine komische Maschine. Was auch immer man mit der Maschine gemacht hat. Ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall nicht elektrisch, das Ding. Nee, das wird noch mit... Ah, hier liegen die Buchstaben. Das sind die Buchstaben, die ausgeschnitten worden sind, die da drin waren. Und diese ausgeschnittenen Buchstaben, ach genau, das ist dicker, fetter Stahl. Das kann, das ist mega schwer, ja. Ja, die sind von diesen Stahlstützen da, die sind mega schwer. Also, das kann man... Boah. Oh, Alter, das kann ich nicht abschätzen, aber 30, 40 Kilo hat das Ding mit Sicherheit. 20, ja. Zwischen 15 und 20 Kilo. Aber, und das sind die Dinger, die in dem anderen, also bei denen vorne, im Schloss oder Burg, was es ist, in ihrem Springbrunnen lagen. Das sind die Restbuchstaben. Ja, das sind die Buchstaben aus dem Ding. Ja, genau. Also gehören die und die zusammen, irgendwie. Und ein Auto steht bei uns, ja, neben unserem Auto. Ja, mal jetzt nach den Seiten schaue, ich gucke nur, ob jemand da ist. Ja, ich auch. Das ist hier echt... Es ist mega mysteriös hier. Ich glaube, ich kann gar nicht so eine spannende Musik einbauen, wie mir gerade der Arsch pfeift. Aber ich bin neugierig und ich will euch das zeigen. Jetzt wird man da schauen, es geht auch irgendwie noch mal nach unten. Naja, hier nicht. Vor allem was... Gut, das sind Lichtschächte, deswegen macht man hier so komische Löcher rein. Weil man dann wahrscheinlich hier sitzt. Genauso wie da. Keine Ahnung. Ist das Strom oder ist das Wasser? Keine Ahnung. Ich denke mal eher Strom. Siehst du gleich, wenn das Wasser rausspritzt kommt. Ich würde es zulassen, Maus. Okay. Es könnte Strom oder was. Ja, ich denke mal eher Strom. Aber ich war ja bei den Löchern da oben stehen geblieben. Weil hier sind auch die Wände alle schief. Diese Wand, die ist quasi noch so geneigt, wie ja eigentlich das komplette Gebäude irgendwie so ein bisschen schief ist. Ich weiß nicht, bekommt man dann diese entsprechende Aura, wenn ein Schiefhaus ist? Nicht sparen, wenn ein Haus schief ist, so meine ich. Ja, ist alles irgendwie schief, krumm. Und da vorne ist eine Stahlleiter, Treppe. Treppe oder Leiter. Und hier gehen wir kurz mal hoch in der Hoffnung, dass mich da hinten keiner sieht, weil da hinten steht auch unser Auto. Da hinten ist quasi, da hinten ist das Schloss, wo wir vorhin waren. Und hier sind die Löcher von oben.
was auch immer diese Dinge bedeuten sollen. Und leider ist es nie fertiggestellt worden. Es ist schon mega seltsam. Da liegen auch noch die ganzen Schalplatten, wo man dann diese Betonwände baut. Da haben sie ja teilweise noch die Schalplatten stehen. Hier haben sie nicht fertig betoniert. Ja, es ist alles ziemlich mysteriös hier. Das Ding hätte hier wahrscheinlich nach den Bewährungseisen hier noch weitergehen sollen. Genauso wie hier, das hätte hier auch noch weitergehen sollen. Also das Ding wäre mit Sicherheit mal riesig geworden, wenn es fertig gewesen wäre. Wenn es fertig geworden wäre. Aber ist es nicht. Keine Ahnung. Ja, wir waren jetzt gerade da oben, also ich war gerade oben auf der Leitung stand. Und hier geht es auch in den Keller runter, aber da unten sehe ich ist ziemlich viel Wasser. Und hier geht es ziemlich steil runter. Ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt irgendwie runterkomme. Taschenlampe habe ich auch keine dabei. Aber ich würde mal sagen, nachdem ich weiß, dass mein Engelchen da nicht mehr hochkommt, gehe ich da schnell alleine runter. Ach, sie hat sogar eine Taschenlampe. Nein, ich bin... Ich habe mir der Ast doch tatsächlich das Kabel von meinem Mikro rausgezogen. Ich wollte mir gerade sagen, dass mein Engelchen sogar eine Taschenlampe dabei hat. Die hat sie nämlich immer in der Hosentasche. Und jetzt muss ich irgendwie mal schauen, dass ich, ob ich hier unten reinkomme. Aber so wie es ausschaut, ist hier ja Wahnsinn, jede Menge Wasser. Scheiße, einen halben Meter tief. Und hier Hals ohne Ende. Aber gut, das ist alles, was man von dem Keller hier sieht. Kristallklares Wasser, mega. Aber das ist alles. Jetzt weiß ich nicht, ob hinter dem Pfosten noch eine Tür ist, aber so wie es ausschaut, ist da nichts mehr. Kommen hier dann die bösen YouTuber rein, die Videos über diese Location machen? Ich weiß es nicht. Was schaust du so? Vielleicht kann ich mir vorstellen, was es wird. Ja, versuch mal, ob du dir vorstellen kannst, was das wird. Ich kann es mir nämlich nicht vorstellen, was das hätte werden sollen. So, und jetzt sind wir quasi hier unten. Unser Besitz ist Verlust, wie sie es so schön da schreiben. Da jetzt im Flugzeug fliegen. Naja, es steht nicht alles in. Hier steht auch nochmal Lebenszeit und Eigensinn. Hier vorne steht andersrum, also spiegelverkehrt quasi. Muss ich echt auf die andere Seite gehen, sonst kann ich es nicht lesen. Auch ist uns, was? Also, nichts tun ist auch schön. Aha. Okay. Die Sprüche machen hier irgendwie so gar keinen Sinn. Besitz ist unser Verlust. Lebenszeit und Eigensinn. Nichts tun ist auch schön. Er hatte recht, im Prinzip, aber... Naja, ihr wisst, was ich meine. Wieso schreibt man sowas? Schutz für... nee. Es steht spiegelverkehrt da, deswegen kann ich es nicht lesen. Schutzflügel Engel. Aha. Also je mehr ich von dem Zeug entziffere, umso mehr Rätsel kommen bei mir auf, was das hier hätte sein sollen, hätte werden sollen. Ja, Freunde, ich habe immer noch nicht, ich habe nicht rausgefunden, was das hätte sein sollen. Mein Engelchen meint, es sieht aus, wie wenn einer ein Schiff nachbauen hätte wollen.
Also ich war schon ein paar Mal auf dem Schiff, aber an einem Schiff erinnert mich hier nichts mehr. Es ist definitiv keine Wand gerade, es ist jede Wand irgendwie schief, Bogen, hat ein Loch. Ich habe keinen Plan. Ich hoffe, dass wir jetzt hier heil wieder rauskommen, lebend wieder rauskommen. Werdet ihr sehen, wenn ihr dieses Video seht. Und wenn euch dieses Video gefällt, könnt ihr mir jetzt zeigen, indem ihr einen Daumen nach oben gibt. Mein Engel sagt ciao. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, euer Dirk.